So, meine lieben Freunde, willkommen zu Ghost Watchers. Ich habe wieder ein großes Update. Wir schauen natürlich gleich mal rein. Wir sind schon. Ja, einiges geändert. Die Basis hat sich geändert. Was haben wir hier? Eine Tafel mit Gesundheit. Wir mal ein bisschen um. Wir haben unser Van ist immer noch gleich. Was haben wir hier? Wir können jetzt sogar Ball spielen. Man ist ja bald schwerfällig. Was haben wir denn hier eigentlich so allgemein für schöne Bilder? Wir haben einen Totenkopf, wir haben Bücher. Kann mir eigentlich auch was. Wie erinnert mich die Bilder von Bloodburn? Unschärfer. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Wir haben früher Zugang. Okay. Schauen wir mal. Lobby, verlassenes Haus. Bin ich verlassen, das kann ich nicht. Hier. Ah, hier sieht man, was bringt. Alter, das für ein Vernunft bringt jetzt 700 Kohle und plus 300 Erfahrung. War vorher weniger. Nicht. Karten. 06 Stadthalle. Kirsches. Erkürte. Osteuropa, Sumpfhaus, völlig. Also, dass es eine neue Map gibt, ist schon mal dezent fett gelogen. Kann ich sogar von hier aus die neuen Dings machen. Es gibt sogar jetzt Daily Quests. Okay. Überlebe 18 Attacken. Catch 3 Geister. Vampire. Gewinne auf allen Maps. Alles klar, gibt's XP. Wo ist denn das? Basis hat sich ganz schön geändert jetzt so. Es sieht aus, als wenn wir jetzt hier. Eine Roboterhand? Ach, die Drohnen sind immer noch die gleichen. Wenden. Ach, das ist unser Spiegel. Charaktere gibt es auch nicht laut Beschreibung. Neue Skins. Nee, doch. Der ist neu. Den gab es, glaube ich, vorher nicht. Ein bisschen hell haben die das gemacht. So, schauen wir mal in unseren Keller. Da hat sich nichts geändert. Was ist denn so scheiße hell, Mann? Bisschen runter. Ah ja, ein bisschen hat sich geändert. Geister, die sind auch noch alle halbwegs. Hier gibt es. Ja, schade, dass da jetzt laut Schreibung soll eigentlich eine neue Map dabei sein. Und auch neuer. Nee. Jetzt suchen wir erstmal kurz nochmal in der Lobby. Vielleicht finden wir in der Lobby irgendwo.
erstes wieder mal das Haus bringt keine Kohle. Polizeistation groß, mach mal die Berghütte. Mal Lobby, privat starten. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn das jetzt eine Dings wäre. Wenn wir jetzt schon die neue Map testen können. Mehr so jetzt im Spiel was. Dann leckt das. Also schwarzer Tod. Bloody Countess. Denn die Bloody Countess. Aha. Ist ein Stufe 20 Geist. Scheiße. So, gucken wir mal. Wir brauchen neben der Entzeichnung einen Notizblock aufs Video auf. Okay. Bis Eck jetzt. Kann sich heilen. Okay. Wir brauchen die Kamera. Wir brauchen einen Notizblock. Wir brauchen Voodoo-Puppe und alles reinlegen. Ja, man merkt, dass das Patch noch nicht ganz ausgereift ist. Glubschen wir mal. Ben hat sich leider nicht geändert. Wir haben auch unser Fangapparat ist immer noch dasselbe. Was machen wir denn noch? Alle Wasserhähne im Haus aufdrehen. Wir mal hier. Feldsensor. Erstmal Thermometer, wie immer. Oh, arbeiten wir Stück für Stück erstmal alles ab. Oh. Alter, doch. So. Mal machen wir den ganzen Wasser an. Schätzen wir mal, das wird wahrscheinlich hier unser Wassergeist sein, da. Da wollte er mich kribbeln. Oh, dann war ja hier unten noch ein Dings. Wasserhahn. So, da haben wir schon mal die Quest und haben 100 Kohle ein bisschen dazu gewonnen. Selbst für mich. Ab hier. Bisschen geändert von der Helligkeit her. Okay, so ein bisschen runter. Warte mal, ich zeig euch hier. Drei.
Nächste brauchen wir Fußspuren und Notizblock rein. Notizblock können wir uns abschminken, da muss er erstmal drin malen. Machen wir ein paar Partikelzähler. Wenn er überhaupt Fußspuren hat. Au! Bevor er mich trifft. Und da ging die Sicherung kaputt. Nicht zu nah ran, sonst attackiert er mich. Keine Lust zu sterben. Oh, komm schon. 100 bis 500. Hat er uns dann gemalt? Der hat uns einen Menschlein gemalt. Der hasst Dings. Keine Fuß. Noch die Udo-Pupperin machen in der Hoffnung, der macht was mit der. Was, was, wie, wo, was? Und was habe ich reingehört? Geht auch, ob es immer noch knurrt? Ey, nicht wegschmeißen. Wenn es jetzt die Nonne ist, die Nonne. Nonne. Das Kreuz. Der hat wirklich keine. Bist du hier? Bist du hier? Ja, scheint aber wirklich nur zu sein. Jetzt wollen wir schreien, aber seht ihr nicht. Give me a sign. Take a voodoo doll. Take a voodoo doll. Gib mir ein Zeichen. Ach, jetzt kommt der schwierige Teil. Man reagiert auf das Werkzeug Fackel.
Das Knurren ist immer noch das gleiche. Was? Ey, da war das knapp jetzt. Bin mal gespannt. Ein Kruzrix habe ich in der Hand. Das. Dann drei Kerzen im Haus anzünden. Feuer sei. Da kann man ja dann gleich die Kerzen so nebenbei mit anzünden. Eins. Alter! Okay, das stimmt schon mal, dass ein neues Geister-Event ist. Weil den Türen hatten wir davor noch nie. Hallo, wo bist du? Komm und zeige dir. Komm, catch me! Die traut sich nicht, mich zu catchen. So, Kruzifix ist für den Arsch. Kaufen wir uns mal ein neues Kruzifix. Kruzifix. Fix. Ja. So, was war das? Wir hatten jetzt die Kerzen, Feuersatz und Christi-Statue. Links war ja normal. Hier ist mit dem hier mit dem Fernseher kennen wir ja auch. Das war ja elektrische Magnetfeld sein. Ach, hier ist unser Voodoo-Puppen-Dings. Richtig müssen. Hui! Ah, der konnte hier gerade voll unter den Rock gucken. Weil die direkt über mir war. Wir hätten nur den Fliegesound. Alle Lichter ausmachen muss. Wie eine Biene, Alter. Wie ein Schwarm Bienen. Wow. Aber mich kloppen, das kann sie. Ich glaube, die ist sauer.
Oh nein, das ist das Schwerste, was geht. Zauberbuch, ich hoffe, die haben die Magie vom Zauberbuch ein bisschen beschleunigt, Alter. Das Zauberbuch ist ja meistens immer das, was so ewig dauert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kamera-Dinge verbessert haben. Man liegt ja alle die kreuz und quer, Mann. Bin mal gespannt, ich muss mal was testen. Wie das komische Gerät funktioniert. Ah, okay. Aber Buch ging doch schneller als gedacht. Dann können wir sie ja jetzt fangen. Unser Gefangengerät sieht auch immer noch gleich aus. Hey! So, 1300 Kohle plus 900 XP.